Der ADAC-Geschäftsführung wird Sie jetzt aktuell über den eben entsprechend aktuellen Stand informieren, die aktuellen Entwicklungen aus unserer Sicht bewerten. Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, einige wenige Fragen zu stellen. Ich sage ganz bewusst einige wenige Fragen, weil wir im Moment in einem laufenden Prozess sind. Die Untersuchungen dauern an. Wir haben noch keine abschließenden Ergebnisse. Diese werden wir, sobald sie vorliegen, selbstverständlich dann umfassend im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen. Herr Obermeier, bitte. Dankeschön, Herr Garrels. Meine Damen und Herren, das ist ein sehr, sehr schwieriger Moment für den ADAC. Ich möchte heute vor Sie treten, um Ihnen Auskunft darüber zu geben, was in den letzten Tagen passiert ist und vor allem das Wichtigste, wie der ADAC gedenkt, mit dieser für uns schwierigen Situation umzugehen. Am Freitag 9.56 Uhr hat der Kommunikationschef des ADAC ein vollumfängliches Geständnis abgelegt in einer unglaublich dreisten Art und Weise. Die Stimmen bei der Leserwahl zum Lieblingsauto der Deutschen im aktuellen Jahr und nach eigener Aussage auch in den letzten Jahren nach oben manipuliert zu haben. Bis zu diesem Zeitpunkt sind sowohl die ADAC-Geschäftsführung als auch das ADAC-Präsidium zum einen absolut von der Unschuld Michael Ramstetters ausgegangen, zum anderen hätten wir es in diesem Umfang und in diesem Ausmaß nie für möglich gehalten, dass eine derartige Manipulation in unserem Hause stattfinden kann. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen unseren Mitgliedern für die Irritation entschuldigen, die bei Ihnen entstanden ist. Und ich möchte mich auch bei den Medienvertretern entschuldigen für die überzogenen Aussagen, die wir noch bei der Veranstaltung Gelber Engel auch in Richtung Medienkritik formuliert haben. Ich habe das übrigens auch in einem persönlichen Gespräch mit den Vertretern der Süddeutschen Zeitung am Wochenende getan. Meine Damen und Herren, der Vorgang wurde von einer Führungskraft des ADAC nicht nur eingestanden, sondern er hat auch die alleinige und vollständige Verantwortung für diese Manipulation übernommen. Es ist selbstverständlich, dass wir diesen Vorgang intensivst intern untersuchen werden. Entsprechende Untersuchungen sind bereits gestartet worden, als die allerersten Vorwürfe in diese Richtung aufgetaucht waren. Wir werden bei dieser Untersuchung, um absolute Transparenz für Sie herzustellen, nicht nur mit eigenen Mitarbeitern alles aufarbeiten, was hier passiert ist, sondern wir werden uns da auch von externen und unabhängigen Prüfern begleiten lassen. Unser Ziel ist es, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des ADAC wieder herzustellen. Es ist besonders wichtig zu betonen, dass die Zahlen bei der Leserwahl Lieblingsauto der Deutschen, dass diese Zahlen einen für den ADAC sehr, sehr ungewöhnlichen Weg nehmen. Das sind nämlich Umfrageergebnisse einer Leserwahl, die in der Redaktion selber und beim Chefredakteur auflaufen. In all den anderen Fällen, in denen der ADAC Zahlen oder Datenmaterial herausgibt, wie beispielsweise Daten unseres Technikzentrums Landsberg, Crashtestergebnisse, Verbraucherschutztests oder ähnliches mehr, kommen die Daten nicht aus der Redaktion, wie in diesem sehr speziellen Fall, sondern sie kommen von den jeweiligen Fachabteilungen und durchlaufen hier mehrere Schleifen. Meine Damen und Herren, dieser Vorgang tut uns leid. Er trifft den ADAC ins Mark, weil wir als eine der vertrauenswürdigsten und seriösesten Organisationen Deutschlands galten. Dieser Ruf ist mit Sicherheit angeschlagen. Und es ist Ihr gutes Recht, diese Kritik nicht nur zu formulieren, sondern wir werden die vielen Kritikpunkte, die in den letzten Tagen am ADAC geäußert wurden, wir werden die nicht abtropfen lassen, sondern wir werden sie sehr, sehr ernsthaft annehmen und werden das lückenlos, und das verspreche ich Ihnen, nach innen wie nach außen hin aufarbeiten. Ein Wort noch zu der Kritik, die am ADAC geübt wurde. Es gibt keinerlei Rechtfertigung, dass so etwas passieren kann. Hier wird auch nichts kleingeredet oder schön geredet, sondern entscheidend ist, dass wir sehr, sehr schnell und konsequent jetzt diese Vorwürfe aufklären können und auch tatsächlich darstellen, wie sich die Sachen entsprechend verhalten haben. Ich darf Sie auch noch einmal darum ersuchen, vor Augen zu halten, dass bei der Preis Gelber Engel insgesamt 9 Preise verliehen wurden und ein sehr spezieller Preis
von diesen Machenschaften betroffen ist, nach all dem, was wir derzeit wissen. Bei aller Kritik am ADAC halten wir es dennoch für überzogen, den ADAC mit einer undifferenzierten und pauschalen Verunglimpfung konfrontiert zu sehen. Ich möchte auch Sie hier um entsprechende Fairness darum ersuchen. Unsere tausenden Mitarbeiter, unsere Straßenwachtfahrer, unsere Mitarbeiter, die Verkehrserziehung machen, unsere Rettungshubschrauber, viele, viele gelbe Engel sollten nicht deswegen zur Verantwortung gezogen werden, weil eine Führungskraft einen unverzeihlichen Fehler gemacht hat. Unser Anspruch, unser Transparenzanspruch ist es, das alles aufzuklären, Schlüsse daraus zu ziehen und sicherzustellen, dass sich so ein Ereignis in der Zukunft nie mehr wiederholt. Herzlichen Dank, Herr Dr. Obermeier. Wir haben jetzt einige Fragen. Ich würde Sie um ein kurzes Handzeichen bitten, dann kommen die Kollegen mit den Mikros. Fangen wir hinten an. Ja, Herr Obermeier, Ministerpräsident Seehofer hat heute Morgen gesagt, ihn hat das Ganze nicht gewundert und hat damit indirekt Ihnen vorgehalten, dass auch bei der Pkw-Maut nicht mit sauberen Zahlen gearbeitet wurde. Können Sie dazu was sagen? Ja, können wir sagen. Es ist mit Sicherheit so, dass wir hier alle Transparenz haben. Hier sind keinerlei falsche Zahlen behauptet worden. Wir haben repräsentativ Umfragen, auf denen wir unsere Meinungsbildung auch beruhen lassen. Und ich habe gestern auch nochmals bei einem unabhängigen Marktforschungsinstitut noch einmal eine Neuauflage unserer Studie beauftragt. Auch hier werden wir selbstverständlich diesem Vorwurf nachkommen. Herr Obermeier, hier drüben. Stichwort Transparenz. Jetzt waren in den kritischen Artikeln ja auch Vorwürfe drin, dass über den Preis hinaus oft Kooperationen sind, die den normalen Menschen so nicht klar sind und dass das sehr intransparent ist. Muss sich da auch ein Weg der Öffnung anbahnen? Ja, auch hier muss sich ein Weg der Öffnung anbahnen. Es gibt eine ganze Reihe von Vorwürfen, mit denen wir konfrontiert sind. Und wir werden alle Vorwürfe, die hier in den Raum gestellt wurden, die werden wir aufarbeiten. Es wird auch mit Sicherheit nicht nur personelle Maßnahmen, die sind ja sehr, sehr zeitnah, übrigens von mir persönlich, Minuten nach dem Geständnis eingeleitet worden, sondern es wird auch organisatorische Maßnahmen geben, um sicherzustellen, dass hier keine Interessenskollisionen vorhanden sind, die einen solchen Vorgang vielleicht noch mal in der Zukunft ermöglichen würden. Herr Obermeier, hier. Es gab heute Vormittag eine Mitarbeiterversammlung. Wie ist denn die Stimmung im Haus? Wie ist denn die Stimmung unter Ihren Mitarbeitern? Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist sehr, sehr schlecht. Es herrscht ein großes Maß an Aufregung. Es ist ein emotionaler Mix aus Empörung, Wut, Fassungslosigkeit, wie so etwas passieren konnte. Wir haben heute auch die Mitarbeiter darüber informiert, dass wir dieser Affäre auf jeden Fall komplett und konsequent nachgehen werden und dass Aufklärung jetzt und Transparenz das oberste Ziel ist. Das wird im Übrigen auch die ADAC-Kommunikation in den nächsten Wochen und Monaten auch vorleben. Wir sind jetzt in der Bringschuld, um die angeschlagene Reputation des ADAC so schnell wie möglich wiederherzustellen. Grüß Sie, Jens Nöller, die Bayerischen Lokalradios. Die Kollegen von der Süddeutschen sind ja nicht telepathisch begabt. Wissen Sie, ob Sie einen Maulwurf haben oder mehrere? Ja, es gibt sehr konkrete Hinweise. Und auch das war heute Thema in unserer Mitarbeiterveranstaltung. Es gibt sehr konkrete Hinweise darauf, dass vorhandene Mitarbeiter, aktuelle Mitarbeiter des ADAC, aber auch ehemalige Mitarbeiter des ADAC hier Informationen an Medien durchgereicht haben, vertrauliche Unterlagen des ADAC, interne Auswertungen. Die eine Frage ist, ob diese Informationen richtig sind oder falsch. Die haben wir in aller Offenheit und Schonungslosigkeit ja selbst und aktiv am Wochenende beantwortet. Das andere ist, dass es trotzdem nicht richtig ist, interne Informationen an Dritte herauszugeben, sondern es entspricht der Kultur des ADAC, dass immer dann, wenn ein Mitarbeiter mit seinem Chef ein Problem hat, beispielsweise weil er erkennt, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung ist, selbstverständlich unter dem Schutz seiner Anonymität eine Etage höher gehen kann, um diese Sache aufzuklären. Der Chef des Herrn Ramstedter, sein direkter Vorgesetzter, war ich. Das heißt, bei mir hätte hier eine entsprechende Meldung erfolgen müssen. Und die Mitarbeiter, die mir beispielsweise von solchen Vorgängen berichtet werden, die hätte ich persönlich geschützt
Und es wäre mit Sicherheit nicht zu dem Skandal gekommen, wie wir nun am Tisch haben. Wir machen noch die Fragen der beiden Kollegen hier vorne. Herr Obermeier, Falger von Reuters TV. Sie sagen, 9 Preise gibt es. Eine wurde noch manipuliert. Es war aber der wichtigste. Das ist für mich eine Kaufempfehlung, so ein goldenes Lenkrad das oder für Deutschland. Also es war nicht irgendeiner. Und wie sieht es aus jetzt mit den Zahlen für Pannenstatistiken oder sonst irgendwas, die ja natürlich den gleichen Stellenwert haben? Also nochmal, das ist richtig. Es ist mit Sicherheit der wichtigste Preis. Nach dem Geständnis von Michael Ramstetter ist nur... Eine Sekunde, Phil. Nach dem Geständnis von Michael Ramstetter ist nur bei der absoluten Zahl der abgegebenen Stimmen nach oben manipuliert worden, nicht in der Rangordnung der Ergebnisse. Auch das wird selbstverständlich alles auf den Prüfstand gestellt. Und wir werden bei allen Aussagen, bei denen wir uns auf Zahlenmaterial beruhen, auch in der Zukunft ganz besonders hohe Transparenzansprüche und Nachvollziehbarkeitsansprüche an den Tag legen, weil wir selbstverständlich davon überzeugt sind, dass die Zahlen vom ADAC, 100%ig sauber und richtig sind, bis auf diesen einen extrem bedauernswerten und sehr, sehr speziellen Einzelfall. Okay, wir nehmen jetzt noch die beiden Fragen der Kollegen hier vorne. Ines in der Mitte. Ja, nochmal eine Frage. Sie sind ja jetzt sehr offensiv selbst nach außen gegangen in der vergangenen Woche mit Medienschelte und Sie haben gerade darstellen müssen, dass auch intern scheinbar das Vertrauen nicht da war, sich an Sie zu wenden mit dem Problem der Manipulation. Sehen Sie für sich die Notwendigkeit personeller Konsequenzen bei dieser Doppelrolle? Intern gewisser Vertrauensverlust und nach außen jetzt gerade auch eben diese Blamage eigentlich in der Außendarstellung? Nein, das sehen wir nicht. Wir haben hier ganz klar einen Hauptverantwortlichen für diese Geschichte, der das auch sehr, sehr spät und viel zu spät eingestanden hat. Es ist unmittelbar und danach eine personelle Konsequenz erfolgt. Wir haben uns bei Medienvertretern und wir haben uns bei der Öffentlichkeit für das Bild, das wir abgegeben haben, entschuldigt. Wir werden strukturelle und organisatorische Maßnahmen haben, dass sich ein solches Ereignis nicht mehr wiederholt. Wir werden ganz besonders transparent sein, wenn der ADAC mit Zahlenmaterial, mit Tests, mit Auswertungen nach außen geht. Und noch einmal, wir entschuldigen uns für das Bild, das wir in der Öffentlichkeit abgegeben haben. Es gibt sonst keine weiteren personellen Konsequenzen. Nach all den Daten, die uns vorliegen, dieser internen und externen unterstützten Untersuchung. Ich betone nochmal, diese Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie ist im Gegenteil, sie wird heute auch noch um einige Dimensionen erweitert. Hier haben wir richtige Aufräumarbeiten vor uns. So, eine letzte Frage noch bitte. Ja, Herr Obermeier, Sie haben gesagt, oder ich frage anders an die Frage, wer hat denn noch alles gewusst davon? Wenn Informationen rausgereicht werden können und das schon ein paar Jahre ging, dann gab es ja Mitwisser, die vorher geschwiegen haben müssen. Das heißt, und es wirkt so ein bisschen so, als sei der Herr Ramstetter jetzt das Bauernopfer, sicher der Hauptverantwortliche. Aber da muss es ja mehr gegeben haben, wenn man Infos an die SZ weiterreichen kann. Und die andere Frage wäre noch, am Wochenende hieß es in Ihrer Pressemitteilung, das bezieht sich auf die Wahl aktuell jetzt, Lieblingsauto des Deutschen. Jetzt sagen Sie uns, um 9.56 Uhr hat Herr Ramstetter Ihnen am Freitag gesagt, dass auch in den vergangenen Jahren manipuliert wurde. Wieso kommt der ADAC da so scheibchenweise raus? Nein, wir kommen nicht scheibchenweise raus, sondern wir gehen mit den Informationen. Und auch hier bitte ich um Ihr Verständnis. Wir haben hier einen, der die Verantwortung übernimmt. Er ist kein Bauernopfer, sondern er ist eine hochrangige Führungskraft des ADAC. Wir reden hier über ein Mitglied des Führungskreises. Das ist die zweite Führungsebene beim ADAC. Herr Ramstetter ist für mehr als 100 Mitarbeiter verantwortlich. Wenn wir im ADAC jeden einzelnen Mitarbeiter, insbesondere aber auch unseren Führungskräften, unseren langjährigen Führungskräften, bei jeder Zahl, bei jeder Auswertung, bei jedem Projekt misstrauisch über die Schulter gucken würden, ob diese Zahlen stimmen können, dann könnten wir ein Unternehmen und einen Verein wie den ADAC nicht entsprechend erfolgreich führen. Es ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorgang. Und wenn andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an dieser Manipulation aktiv beteiligt waren, dann wird das unsere Untersuchung zutage fördern und dann wird das selbstverständlich auch entsprechende personelle und organisatorische Konsequenzen geben. Herzlichen Dank, Herr Dr. Obermeier. Herzlichen Dank, liebe Kollegen, für Ihre Fragen. Das war's für den Moment von dieser Stelle. Vielen Dank. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden. Danke. Danke.